Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute mal in unserer Multiplayer-Welt eine Mod vorstellen, die sehr interessant ist und mit Sicherheit eine der größten Minecraft-Mods. Und zwar geht es um die Vine RPG. Für jeden, der bis jetzt Langeweile in Minecraft hatte, nachdem er den Ender Dragon besiegt hat, sich eine Diamantrüstung geschmiedet und verzaubert hat, für den gibt es jetzt einiges zu tun. Und zwar fügt die Vine RPG viel mehr Endgame-Content in Minecraft hinzu. So, ich habe hier einen kleinen Raum in meinem neu gebauten Hochhaus gescheatet, in dem ich euch das jetzt vorstellen werde. Keine Angst, danach wird der ganze Camp hier drin wieder gelöscht, in die Lava geschmissen. So, wir fangen an, und zwar im Nether hat sich einiges getan, neben der Oberwelt, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Als erstes empfehle ich euch divinerpgwiki.weebly.com. Auf dieser Seite erfahrt ihr alles, wie man was craftet, was es alles gibt. 5 Dimensionen, über 50 Mobs, 12 und mehr Bosse, meine ich, im Kopf zu haben, und über 100 neue Items. So, und zwar, das Mod fügt neue Erze hinzu. Das ist aber kein Problem, die fügen sich auch in der bestehenden Welt ein, allerdings nur in noch nicht geladenen Chunks. Das heißt, ihr müsst etwas abseits von eurem bisherigen Aufenthaltsort suchen. So, und zwar im Nether gibt es 2 neue Erze hier. Die lassen sich auch gut mit einer Pickaxe abbauen. Das eine tut einem sogar weh. So, die bauen wir mal ab. Da bekommen wir aus einem kriegen wir Bloodgems und aus dem anderen Netherite-Ohr. Das Netherite-Ohr kann man natürlich hier in den Ofen reinpacken, dann wird es geschmolzen. So. Und zwar, was kann man damit machen? Man kann damit aus den geschmolzenen Netherite-Ingots, die man bekommt, kann man entweder einen ins Crafting-Fenster tun und bekommt schöne Bricks daraus. Ganz schick zum Bauen. Ja. So sehen sie aus bei meinem Texture Pack. Specs pro BD-Kraft übrigens. Da kann man auf der offiziellen Webseite noch Texturen zu den ganzen Mods runterladen. Und dann haben wir, wenn man so ein Plus aus den Netherite Ingots macht, einen Netherite Chunk. Mit 2 Shadow Bars und einem Netherite Chunk kann man Hellstone Ingots machen. Wofür wir die brauchen, da kommen wir gleich noch drauf. So, erstmal zu den Shadow Bars. Wie bekommt man die? Und zwar gibt es nicht nur im Nether, sondern auch in der Oberwelt neue Erze. Hier sind 3 davon. Einmal das, das und das. Alles als Erzblöcke. Da hilft euch eine Lucky Pickaxe auch nichts. So, und zwar Realmit, Rupee und Alemit. Aus Alemit ist übrigens meine Rüstung, die ist unkaputtbar, das ist ziemlich geil. Hat 50 Rüstungen, für genaue Werte könnt ihr alles auf der Page nachlesen. So, und zwar sortieren wir mal eben hier zu, da sind die Ingots. Und aus einem Alemit und einem Rupee, ich zeig's euch mal kurz, machen wir ein Shadow. So, das war by the way. Dann eine Alemit-Rüstung kann man machen, man kann Werkzeug, was viel länger hält, aus Alemit machen. Man kann aus Realmit und aus Rupee auch Waffen und Rüstungen basteln, Blöcke und noch vieles mehr. Ich kann jetzt nicht auf jedes einzelne Item hier eingehen. So, unser Ingot ist fertig, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar, wir möchten uns ja mit diesen neuen Erzen und der viel stärkeren Rüstung und den viel stärkeren Waffen, zum Vergleich mal, eine Diamant-Pickaxe macht 3,5 Herzen Schaden und ein Aquatic Trident, was relativ einfach farmbar ist, macht, ich glaube, 14, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, das Ding brauchen wir auch gleich für die neuen Monster, denn es gibt auch in der normalen Welt neue Monster, die uns helfen, neue Sachen zu bauen. Und zwar fangen wir als erstes mal mit so einem süßen Zylopen an. Der ist hart.
einen Bug. Er überlebt also, um es nochmal zu wiederholen, ich weiß nicht, ob es untergegangen ist, er überlebt nur im Grasland. Dort ist er anzutreffen, er ist freundlich, bis man ihn schlägt. Und er kann dieses Blood-Gem auch droppen, was wir vorhin schon gesehen haben. Dies hier, Blood-Gem, kann er auch droppen, daraus kann man auch eine Waffe machen. Und er kann auch mit einer Chance Gold droppen, was er wahrscheinlich ja droppen wird. So, wie gesagt, Grasland, Zyklop, lieb. Und dann haben wir hier ein Hai im Wasser und ein Wal gibt es auch, der wird wahrscheinlich hier auch sterben. Die sind aggressiv und halten auch eine Menge aus, teilen auch eine Menge aus. Dank meiner tollen Rüstung macht der mir aber sowieso nichts mehr. Ja, wie ihr seht, da muss man einiges an Schläge investieren. So, da ist er tot und wir kriegen eine Flosse. Die kann man auch weiter verarbeiten zu neuen Items. Ich werde jetzt erstmal mein Aquatic Trident austauschen in mein nicht geschiedetes, aber besseres. So, dann haben wir die Krabben. Die sind anzutreffen in der Wüste, in der Nähe von Wasser. Scheint, als wenn der hier auch nicht überlebensfähig ist. Ah. Ups. Und da ist er auch rausgenockt. Naja. Lassen wir ihn erstmal da hinten. Aus den Krabben kriegt man hier die Klauen. Daraus kann man auch Waffen bauen und Kanonen. Die zwei zeige ich euch. Wie ihr eben schon gesehen habt, es gibt Wassermelonen. Und es gibt heiße Kürbisse. Kürbiskuchen, Entschuldigung. Und zwar sind das auch neue Essenssorten, die man von Divine RPG zur Verfügung gestellt bekommt. Wassermelone ist ganz einfach. Die unteren beiden Reihen mit Melonen füllen und schon habt ihr eine Wassermelone. So, ich nehme mir jetzt noch die restlichen Spawns hier. Brauchen wir nicht mehr. So, und zwar in den Schneebiomen. Die sollte man tunlichst meiden, wenn man nicht gut equipped ist. Da gibt es diese fliegenden Viecher. Die schießen. Sind, wenn man ein bisschen gutes Equip hat, ungefährlich. So, die Crabclaw Cannon schießt Kakteen. Sieht noch etwas komisch aus. Das Treffen ist auch nicht gerade. Oh, kein Schuss mehr. So, dann feuern wir lieber damit. Das Ding hat schon viel mehr Power. Macht auch coole Musik. Ich habe aber jetzt den Sound ausgemacht. So. Na. Will das Vieh wohl endlich sterben? Am besten auch immer mit einer Looting-Waffe dann hinterher die letzten Schläge machen. Damit man schön viel Items bekommt. Denn aus diesen Frostdingern kann man dieses Aquatic Trident bauen. Man bekommt hier diese Shards oder Pellets, die kann man verarbeiten zu den Ingots. Alles auf der Homepage nachlesbar. So. Dann kommen wir zum Dschungelbiom, was man auch meiden sollte. Dort spawnen diese überaus gefährlichen Spinnen, die einen vergiften. Zum Glück habe ich jetzt schon so eine super Rüstung und das Vieh kann mir nicht mehr viel. Ja. Aus den Jungle Shards kann man einen vergifteten Bogen bauen. Und im Nether gibt es noch diese Hell Spiders, die eine Aura haben, die einen verbrennt. Dann wollen wir eben hier ein bisschen drauf feuern. Zack. Das geht schnell. So, jetzt fragt ihr euch, wenn alle Gegner zu schwach sind, wie in meinem Fall jetzt, wenn ich gut ausgerüstet bin, wie kommt man eigentlich in die nächsten Dimensionen? Das ist auch kein Problem, dazu braucht man neue Uhren. Und zwar kann man am einfachsten kann man die Twilight Clock bauen, die braucht man A, um das neue Portal zu entzünden, und B kann man sich da aus dem Nether einfach rausporten mit einem Rechtsklick. Die baut man aus 9 Uhren.
9 gewöhnliche Uhren. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Blöcke, um das neue Portal zu bauen. Die Blöcke droppt ein Boss. Den Boss kann man mit der Mysterious Clock beschwören. Dazu brauchen wir die vorhin eingangs erwähnten Hellstone Ingots mit einer normalen Clock. Diese Mysterious Clock beschwört den Boss, den ich jetzt nicht beschwören möchte. Der Boss wiederum droppt die Bauteile, um das Portal zu bauen, um in diese Dravid Hills zu gelangen. Die Dravid Hills... jetzt habe ich gar keine Schaufel. Schlechte Vorbereitung. So, ich zeige euch mal. Die Dravid Hills sind auch vom... Ja, von den normalen Sachen. Das Gras dauert mit einer Diamantaxt-Schaufel schon ewig. Man muss also gut equipped sein. Und wahrscheinlich werde ich das Erz gar nicht mit Diamant abbauen können. Da funktioniert gar nicht. So, da kann man sich auch schöne Lampen basteln. Blätter gibt's, Blumen gibt's. Und hier nochmal ein Einblick in so ein paar Sachen. Hier die Dravid-Pickaxe wird das wahrscheinlich jetzt erledigen können. Jawohl, da haben wir die Chance. Es ist alles gut geregelt. So, man kann auch Platten und alles kann man hier basteln. Tausende Items. Zweite Dimension sind die Azurite Frosts. Die sind dann bläulich gehalten. Und mehr möchte ich eigentlich nicht spoilern, denn ihr sollt ja selber experimentieren und euch überraschen lassen. Ich jedenfalls wünsche euch viel Spaß bei dem riesigen neuen Endgame-Content, womit ihr bestimmt wieder einen Monat und mehr zu tun haben werdet. Viel Spaß und ich muss jetzt den ganzen Quatsch noch löschen. Ciao!